Hallo ihr Lieben, ich wollte euch heute das Equipment zeigen, die Ausstattung, die ich von der Schule zu Ausbildungsbeginn bekommen habe. Das ist eine Menge, Menge, Menge. Also holt euch Popcorn und bleibt dran, es könnte Kinofilmzeit sprengen. Ja, dann fangen wir auch gleich mal an, denke ich, und zwar mit den mit den einfachsten Sachen. Puderquasten, Make-up-Schwämmchen, alles sowas. Also seid gespannt. Los geht's mit den einfachsten Sachen, sag ich mal. Das sind die Make-up-Schwämmchen. Da haben wir einmal diese Latex-Schwämmchen bekommen. Das ist so ein Sechseck. Die sind in verschiedene Stücke geteilt. Die kennt ihr sicherlich alle. Dann geht es weiter mit den, mit den Puderquasten. Da haben wir zwei Stück bekommen. Eine habe ich schon benutzt. Die ist noch verpackt. Die nicht benutzte, die andere ist ausgepackt. Die ich benutzt habe, die sind so rosa und ihr seht, es ist schon benutzt von Grimace. Das muss ich jetzt waschen. Dazu nimmt man die so raus. Das hier wird nicht mitgewaschen, der Schwamm, sondern nur der Bezug. Ja, empfiehlt sich natürlich auch, sonst tummeln sich darin ganz, ganz viele Bakterienherde. Das wollen wir nicht. Und dann noch bekommen diese großporigen Schwämmchen, mit denen haben wir schon gearbeitet. Die anderen liegen jetzt zum Trocknen in der Küche. Wie man sowas gut reinigt und günstig reinigt, auch die Pinsel kann ich euch gerne zeigen. Ich bin nämlich sehr erstaunt. Ich dachte, man muss dafür immer super teure Sachen verwenden. Ist überhaupt nicht so. Ja, davon habe ich jetzt 8 Stück. Das waren 2 Kreise, die habe ich geviertelt und damit arbeiten wir täglich. Dem Make-up, den Grundierungssachen. Da haben wir einmal bekommen von Kryolan. Ihr merkt, die Marken, die wir bekommen haben, sind sehr, sehr hochwertig. Grimace, Kryolan, die Pinsel sind von Ulrike Schütze. Also Marken, die ich persönlich schon kenne, weil ich mich mit Make-up beschäftige. Wenn ihr es noch nicht kennt, zum Beispiel Ebru hat letztens Camouflage vorgestellt oder Mein J'adore benutzt auch Lidschatten von Grimace. Also auch in der Beauty-Szene, die der Endverbraucher quasi anspricht, sind diese Sachen doch bekannt, aber es sind auf jeden Fall Profi-Make-up-Marken. Wir haben 3 TV-TB-Paint-Sticks bekommen. Ich kann euch noch nicht sagen, was die besser oder anders macht als das normale Creme-Make-up oder ob es nur die Form ist. Ich werde bestimmt darauf nochmal zurückkommen, wenn wir es verwendet haben. Auf jeden Fall sehen sie so aus und wir haben 3 verschiedene Farbtöne bekommen. Ich glaube, das hier müsste der dunkelste sein. Warum nur 3, wenn man natürlich zig Millionen Farbtöne auf der Welt hat? Weil man mischen kann. Das werde ich euch vielleicht auch noch mal näher bringen. Schauen wir mal. Auf jeden Fall geht es dann weiter mit der Cream Foundation Palette. Die sind von Grimace. Die einzelnen Töpfchen natürlich, das Stecksystem auch. 6 Farben. Hört sich erstmal wenig an, aber ich kann euch sagen, wir haben es wirklich geschafft, für 10 Mädels im Kurs 10-mal die richtige Farbe anzumischen. Und das ist eigentlich super einfach. Und die Grundregel ist, immer nur 3 Farben für einen Hautton verwenden, ansonsten wieder neu anfangen zu mischen. Und es klappt wirklich, man glaubt es nicht, aber es klappt. Ich dachte immer, man muss sehr, sehr pastös damit arbeiten, es wird sehr, sehr deckend, ist überhaupt nicht der Fall. Je nachdem, wie sehr man sich bemüht, mit dem Schwämmchen es aufzutragen, es klappt wirklich wunderbar, dass es auch sehr, sehr leicht ist. Grimace Cream Foundation haben wir bekommen. Ich muss jetzt mal gucken, wo ich das alles wieder staple, damit ich nichts vergesse, euch zu zeigen. Dann noch ein Puder von Kryolan. Der ist durchsichtig. Den habe ich jetzt noch nicht verwendet, weil wir in der Schule solche Puder zur Verfügung gestellt bekommen. Der hier ist für zu Hause. Den können wir erstmal zu Hause lassen. Ist derselbe, den wir in der Schule verwenden. Dort haben wir auch noch mehrere Farbtöne. Das gehört noch zur, sage ich mal, Grundausstattung für das Gesicht zu grundieren und dann natürlich die Camouflage-Palette. Da war ich sehr, sehr gespannt drauf, gerade weil Ebru letztens das Camouflage-Video gemacht hat. Sie hat es mit größeren Töpfen gemacht. Das hier ist jetzt quasi für die Feinarbeit, für die Feinabdeckung. Aber wir haben schon damit gearbeitet und ich muss sagen, es ist perfekt. Ich will es am liebsten jeden Tag benutzen, aber ich nehme es immer mit in die Schule und ich lasse es meistens auch da. Deswegen werde ich da am Wochenende nochmal mit rum spielen. Die ist von Kryolan.
Dann mache ich mal weiter mit den Wimpern, die wir bekommen haben. Denn für einen Make-up-Artist empfiehlt es sich natürlich auch, falsche Wimpern im Gepäck zu haben und das Wimpernkleben aus dem FF zu beherrschen. Das sind 3 Stück. Einmal Einzelwimpern, dann so ein bisschen natürliche und ja, ich sag mal Showwimpern. Aber es gibt natürlich noch viel, viel mehr. Aber für den Anfang, für die Ausbildung reicht es auf jeden Fall, um das Wimpernkleben zu üben. Die sind von Grimace. Ich werde mir bestimmt noch ein paar mehr kaufen, einfach auch, umzuschauen. Sagen, ich mache weiter mit den Paletten, die euch bestimmt brennend interessieren. Es sind sehr, sehr, sehr viele. Ich glaube 7 Stück plus die eine, die ich euch jetzt als erstes zeige. Das ist so Wasser-Make-up, das man anmischen muss in diesen Farben. Ja, damit haben wir noch nicht gearbeitet, weil ihr seht, die Schutzfolie ist noch drauf. Ich werde euch dazu bestimmt noch mal was machen. Zu den anderen Sachen natürlich auch. Die Palette ist dabei, ist natürlich von Grimace. Dann geht es weiter mit dem Herzstück. Ihr seht, ihr habt gehört, es ist was gepurzelt. Die Rouge-Palette, einmal solche natürlichen Töne und einmal solche etwas auffälligeren Töne. Ich muss ja sagen, ich bin natürlich direkt hier unten wieder in diese Reihe verliebt, beziehungsweise in diese 3. Ah, ich werde sie auf jeden Fall ausprobieren. Dann haben wir noch extra bekommen einen Contouré-Ton, Contouring Powder, ihr wisst, um hier einfach sich ein bisschen 3D ins Gesicht zu zaubern. Das hat keinen Rotton, deswegen ist es extra. Das ist zum Konturieren. Palettenmäßig geht es weiter mit den Lippensachen. Einmal sind das hier diese Lippenfarben und dann noch einmal diese hier. Die kann man auch zusammen anmischen, wenn man das möchte, oder einzeln benutzen. Also auch wirklich, wo ich sage, sehr, sehr viele Lippenfarben. Man kann diese Paletten auch aufeinander stecken, wenn man die Deckel abnimmt. Da ich jetzt aber noch gar nichts zum Transportieren habe, werde ich die auch erstmal drauf lassen, weil ich auch gar nicht weiß, wie das wirklich da mit dem Austrocknen ist, gerade von den Cremeprodukten. Ich finde das so in Ordnung. Das Herzstück, die Lidschattenpaletten, haben wir 3 Stück. Einmal matte Farben. So sehen die aus. Es gibt natürlich noch viel, viel mehr, aber die reichen auch erstmal aus für 3 Monate Ausbildung. Dann, ich zeige euch meine Lieblingspalette zum Schluss. Die natürlichen Töne, die wir sicherlich für Hochzeits-Make-up, Natural Nude-Make-up und so verwenden werden. Also auch die haben wir schon verwendet, beziehungsweise den Schwarzton für Wimpernverdichtung zu machen. Und jetzt meine Lieblingspalette, die metallische, die schimmernden Töne, total toll. Wie gesagt, mein J'adore hat euch schon mal Grimace Lidschatten gezeigt. Da findet ihr auch, glaube ich, wo man die bestellen kann. Also der Endverbraucher, ihr könnt die auch kaufen. Ihr seid nicht darauf angewiesen, dass ein Make-up-Artist die euch besorgt. Und ich muss sagen, die sind butterweich und sie sind auf jeden Fall günstiger als MAC-Lidschatten, aber haben eine tolle Qualität. Das ist jetzt zum Beispiel mal einer geswatcht und der Schimmer ist echt gigantisch. Gigantisch! Ich bin sofort verliebt gewesen, also mit der werde ich sicherlich auch an mir selber ganz, ganz viel rumpinseln. So, das waren die Paletten. Es geht weiter mit der Pinseltasche, das Herzstück eines jeden Make-up-Artists. Ohne die Pinsel kein Make-up. Wie sagt man, ohne Tasche keine Competition? Sage ich, ohne Pinsel kein Make-up-Artist. Könnt ihr nämlich gleich zu Hause bleiben vom Job oder vom Shooting. Fühlt sich sehr, sehr gut an. Ist tolles Leder, also wirklich super. Der Inhalt muss natürlich überzeugen. Die Pinsel sind von Ulrike Schütze. Das ist eine Profimarke. Ich habe die schon mehrmals kennengelernt. Habe sie auch auf der Beauty-Messe in Düsseldorf, wo ich meine eigene Make-up-Linie vorgestellt habe, mit Frag die Gurus getroffen, beziehungsweise mir den Stand angeguckt. Und ja, die Pinsel sind wirklich toll. So sieht unsere Grundausstattung aus. Einige schon benutzt, noch ungewaschen. Das werde ich später machen. Alles drin, was man braucht. Es sind viele Pinsel dabei, wo ich noch gar nicht weiß, wofür ich sie benutzen soll. Einige kommen einem natürlich bekannt vor.
wie dieser angeschrägte Pinsel natürlich zum Konturieren oder für Puder, Puderrouge auch zu verwenden. Dann gibt es einige Pinsel, die ich noch nie in meinem Leben benutzt habe, wie dieser hier zum Beispiel. Also es sind ganz, ganz viele dabei. Synthetische sowie Echthaarpinsel, von allem die Auswahl. Und wir werden sie alle kennenlernen und benutzen. Wir haben einige schon kennengelernt und benutzt, aber ich freue mich riesig drauf. Vor allem gefällt mir der Lippenpinsel total gut, weil er so in dieser Metallhülle ist und dann aufgesteckt werden kann. Reni hatte auch mal so einen, ich meine von MAC oder Dior, und ich fand es total toll. Jetzt habe ich auch so einen, yay! Das zu den Pinseln. Ich denke, für den ersten Eindruck reicht es. Wenn ihr Fragen habt, wie ich bisher zufrieden bin, fragt einfach nach. Aber ich denke, die Marke sagt schon alles aus. Die sind wirklich sehr, sehr gut. Dann geht es noch weiter, was man natürlich auch bekommt, was ich unterschätzt habe. Es werden Tests geschrieben. Ja, man muss auch Theorie lernen. Und in der Schule wird einem viel erzählt, man schreibt aber nicht mit, sondern hört zu und probiert dann gleich selber aus. Und dann gibt es das Skript von der Make-up Artist Factory. Ich mache das jetzt mal auf. Und da steht dann alles nochmal vertieft drin. Also alle Themen sind drin dokumentiert und werden euch nochmal näher gebracht. Und auch solche, ich weiß gar nicht, ob ihr das jetzt so gut seht. Aber auf jeden Fall, wenn man damit lernen will, sind Tipps und Tricks drin. Und hier zum Beispiel geht es um Rouge und die Ausrufezeichen, die roten Sachen. Da steht dann nochmal sowas, was man wirklich beachten muss drin. Wo kommt das Rouge hin? Auch möglich Bronzer statt Rouge, Modegang, Modegag oder Muntermacher. Also steht ganz, ganz, ganz viel drin. Und es sind auch immer Face Charts drin, um nochmal Aufgaben zu machen. Kleine Hausaufgaben, das sind Aufgabenblätter. Also man wird nicht nur während der Schulzeit damit konfrontiert, sondern muss zu Hause natürlich auch noch nacharbeiten. Und dafür sind dann auch die Tests da, um das Wissen zu überprüfen. Finde ich aber ehrlich gesagt ganz gut, auch wenn ich mir noch nicht vorstellen kann, wie ich da abschneiden werde. Ich hoffe natürlich gut. Das werde ich euch aber noch berichten. Was natürlich mit dabei ist, wo mich auch viele gefragt haben, ist das wirklich so? Ja, es ist so. Wir haben das iPad dazu bekommen. Hier ist der Karton. Und damit ihr nicht nur sagt, Mara zeigt uns den Karton. Nein, es ist auch ein iPad drin. Ich habe es jetzt noch hier drin, weil ich die Folie abgenommen habe, um es anzuschließen. Aber bisher noch wenig damit gemacht. Ich kann es auch noch mal rausholen für diejenigen, die noch kein iPad gesehen haben. Aber es sind bestimmt in der Tat sehr, sehr wenige. So sieht es aus. Ja. Damit werden wir auch arbeiten und einige Sachen gezeigt bekommen, weil die Schule der Meinung ist, dass das iPad jetzt in der neuen, sag ich mal, sehr modernen Welt sehr, sehr hilfreich sein kann. Ich persönlich bin auch der Meinung, weil ich sehr Apple-affin bin, beziehungsweise Web 2.0-affin, und mit einem iPad kann man natürlich sehr, sehr, sehr viel machen. Also ich finde das einen klugen Schachzug. Ich muss sagen, es ist natürlich so ein Catcher, um zu sagen, wow, bei uns gibt es ein iPad. Aber es ist meiner Meinung nach absolut gerechtfertigt und es wird nicht nur so dahingesagt, man bekommt es. Es ist das 16 GB mit Wi-Fi, also das kleinste, meiner Meinung nach auf jeden Fall ausreichend, um einzusteigen in die Apple-Welt. Man durfte sich die Farbe aussuchen, weiß oder schwarz. Ich persönlich habe weiß genommen, weil ich weiß schöner finde, aber uns wurde nahegelegt, vielleicht zu überlegen, ob man nicht schwarz möchte, weil wenn man seine Bilder, die Setcard darauf präsentiert, dann wirkt schwarz einfach ein bisschen besser. Ich muss sagen, ich habe mich dagegen ein bisschen gesträubt, weil ich das Weiße einfach schöner finde. Ich werde mal beobachten, ob diese Entscheidung klug von mir war. Auf jeden Fall, ja, das war's an Ausstattung. Ich hoffe, ihr wart jetzt alle noch dabei, habt fleißig zugesehen. Wenn ihr Fragen habt, fragt einfach. Dazu kaufen muss ich erstmal nichts mehr, außer das, was mich persönlich interessiert, wo ich sage, okay, damit möchte ich auch zu Hause arbeiten, das ist in der Schule vorhanden. Vielleicht übe ich zu Hause noch ein bisschen wie Reinigungssachen oder sowas, aber man bekommt echt alles an die Hand, was man braucht,
und es reicht dann auch erstmal aus. Ja, wie gesagt, fragt, wenn ihr Fragen habt, und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Nacht, und wir hören und sehen uns bald wieder. Macht's gut!